So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play. Ein neues Projekt steht an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem Mann, dem sogar Siri einen Korb gibt, dem Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja, ich habe ja. Siri tatsächlich mal gefragt, ob sie mit mir ausgehen möchte. Wollte nicht. Wolltest du ja. nicht? Nee. Nee, sie will aber auch nicht mit mir ausgehen. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Crash Landing. Und aufgrund von technischen Schwierigkeiten ist das jetzt die insgesamt dritte Aufnahme. Das dritte Mal den Server neu gestartet und jetzt soll es dann endgültig laufen. Ja, also, wir haben hier vorne, weil der Street nicht sofort auf den Server kam, habe ich hier einfach mal mit diesem Dust aus Xenilio zugemacht. Weil, ja gut, Nacht, man sieht es oben rechts auf der Minimap, was da Phase ist, was da los ist. So, und das erste, was wir machen müssen, ist, wir geben ein hier, / HQM, nee, wieso will ich immer HK eingeben? HQM, NABLE. So, jetzt ist der, ja, wie nennt sich das? HQM war nochmal was? Irgendwas mit Questing. Hardcore Questing Mode. Genau, ja. Der ist nun gestartet. Wir haben ja auch wieder mal ein paar tolle Bücher dabei. Und zwar haben wir dabei World Domination, What's New in Open Block, Materials and You, Questbook und der Dust, der gehört eigentlich nicht dazu. So, Questbook mache ich jetzt erstmal auf. Ja, jetzt liest die gute Dame das noch alles kurz mal ein bisschen vor, das überspringe ich mal. Ich habe 3 Leben. Oh. Also ich hoffe, dass die Game Rules noch so eingestellt sind, dass die draußen keinen Schaden machen. Weil ansonsten, hier reißen die Creeper echt richtig riesen hässliche Löcher. Ja, wenn wir dann sehen. So, Party. Wir wollen ein Party-Game starten, so dass wir nicht jeder für sich die Quest abarbeitet, sondern wir zusammen. Das Ganze nenne ich dann erstmal LPT, Crash Landing. Create the Party. So, Blood Circle ist der Owner. Jetzt will ich noch dabei haben den Street... Digger. Jetzt hätte ich beinahe wirklich ein A eingegeben. 2. Invite Player. Ah. So. Accept. Sauber. Gut. Bin dabei. Jetzt sind wir eine Party. Übrigens hier so mit dem zurück und so weiter kommt man immer mit der rechten Maustaste. Das Ganze basiert jetzt wieder auf Quests. Wir haben hier ja. Basic, wir haben hier Under Pressure. Den Rest kann ich ganz schwer erkennen. Weil so hellgraue Schrift auf schwarz, ja. Auf weiß. Salvage Operation Technology. Ja. Technological Revolution und Creating Life. Okay. Gut, wir fangen jetzt einfach mal. Achso, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt 6 Leben. Die teilen wir uns. Wir teilen uns jetzt quasi einen Live-Pool. Damit das Let's Play nicht nach Folge 2 oder 3 beendet ist, haben wir gesagt, okay, wir geben uns ein bisschen mehr. Dazu gebe ich ein HQM. Add Lives. Wir haben gesagt 10, ne? Ja. 10. Ich weiß jetzt nicht, ob wir 16 dann gleich haben. Ich teste mal. Ah, es ist schon wieder falsch geschrieben. HQM. Ich muss mal den genauen Befehl haben. HQM Help. Und dann ist das... Ach, Lives Add, siehste. Ja. Kann ja mal noch ein bisschen was kurz zu dem Modpack sagen. Also das ist auch so ein, wie der Tribulo schon gesagt hat, ein Hardcore-Modpack. Also Hardcore heißt, wenn tot, dann fertig. Deswegen auch die mehr Leben. Und wir sind mit einem Raumschiff hier auf einem Planeten abgestürzt. Rundrum sind nur Dustblöcke von Ex Nihilo. Auch wie hier an der Tür zu sehen, ne? So, wir haben jetzt 16 Leben. Können wir damit leben? Ja, da. Ja, dicke. Gut. Besser als 23. Ja. Der ganze Planet besteht hauptsächlich nur aus Dust. Wo wir dann, wie auch in Sky Factory, dann uns eben auch so ein paar Materialien sieben können. Und wir wissen, ja, wir wissen schon, es gibt hier auch Städte und Ruinen und so weiter. Das wissen wir alle schon. Braucht uns keiner mehr dann in die Kommentare rein. Ich glaube, da steht sogar eins im Buch. Weiß ich nicht. Bin mir aber nicht sicher. Basic Survival. Ja. Open. Erste Quest. Steht ja noch immer so ein bisschen Quest dabei. Wir wissen schon, Fluid Transposer 0 von 2. Wir haben hier 2 Stück. Dazu gehe ich jetzt mal hier vorne an... Hier steht schon mal, Play Spot Loader under Shell Storage. Was ist eigentlich mit Shell Storage gemacht? Achso. Und da drunter, okay. Uah. In case of a marriage, mein Gott. Emergency break everything. Mhm. So, wir holen uns als erstes mal den Crescent Hammer, weil ich gehe erstmal nur auf die erste Quest ein.
Ja. Und dann reiße ich die zwei Dinger hier mal ab und stelle sie da hin. Guter Platz, ne? Gut, finde ich gut aus. Ist besser als der alte. Ja. So, damit haben wir quasi die erste Quest bekommen. Wir bekommen ein Camel Pack, 2x Cold Water und 6x Wasserflasche. So, Claim Reward. Was du, glaube ich, nicht weißt, was ich dir gestern nicht erzählt habe und vorgestern. Das Camel Pack jetzt da oben reingelegt und dann können wir da eigentlich 3x Wasserflaschen drumherum legen. Genau, dann ist es nämlich gleich auf 75% gefüllt. Ich glaube, das wusstest du auch noch nicht, oder? Doch, doch. Doch, wusstest du. Ja, gut. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal hier an die Kiste. Was haben wir noch in der Kiste? Wir haben jetzt hier noch Leadstone meine ich natürlich, Flux-Capacitor. Wir haben hier Beef Jerky, da nehme ich mir mal gleich zwei von raus. Dann haben wir hier diesen QDS, den werden wir noch im Laufe des Spiels öfter kennenlernen. Wir haben einen Sieb, nehmen wir auch gleich mal mit. Und wir haben eine Crafting Station. Und wir haben zwei Spotloader, die nehme ich mir auch schon mal mit. So, wie heißt das Ding nochmal? QDS, das stelle ich erstmal hier hin. Das werden wir im Laufe des Spiels noch ab und zu mal brauchen. Mhm. Kommen wir dann zu. Hier stelle ich das Sieb wieder hin, wie beim letzten Mal auch. Und ja, das packe ich da mal hin. So, doch, kommen wir zur nächsten Quest. Was wäre die nächste Quest? Die nächste Quest ist Dirt, Bone Meal und eine Wasserflasche. Warum? Achso, genau. Jetzt gibt es da halt so ab und zu mal ein paar Fehler. Da steht dann halt hier unten Manual Submit. Zack, jetzt sieht man hier, er hat den Dust gefunden bei mir und er hat die Wasserflaschen bei mir gefunden. Jetzt brauchen wir noch einmal Bone Meal. Für Bone Meal natürlich hier an der Sieb so ein bisschen das durchjauchen. Und dann sollte da hoffentlich irgendwann natürlich nicht. Huch. Ich weiß nicht. Abreißen. Natürlich kam da nichts bei rum. Wie sieht's draußen aus? Ja, es ist jetzt dummerweise der eine Dings ist leider rausgefallen. Okay, was haben wir hier noch? Aber wir können ja hier das Glas nehmen. Wofür? Achso, ja, hier. Ja. Hier haben wir noch eine Needle Gun, die schnapp ich mir mal. Und wir haben hier dann noch auch noch gleich Munition dafür. Für die Needle Gun. Das Interessante ist halt nur, halt die Mobs so ein bisschen so, ja, sag mal, sich fernzuhalten, weil es ist nicht wie normales Minecraft, so von wegen nächster Tag, nächstes Glück, es ist hell, die Spinnen sind nicht mehr aggro. Die Spinnen bleiben aggro. Auch hier so Creeper und so ein Gewäsch und hast du nicht gesehen. Nee, wir können glaube ich schon raus. Wir sind nur noch hier oben ist so eine Tough Spider, Alter, pass mal auf. Ja. Die heißt nicht umsonst Tough Spider. Oh, ich habe keinen. Oh Gott. Ich habe gar. Ja, warte, nee, so. Ach hier. Ich habe vergessen, die Gun zu laden. Das hat man ja noch bei Sky Factory gesehen, wie man die lädt, denke ich mal. Wow, wow. Da, zwei Schuss, boom, Headshot, voll ins Knie. Headshot voll ins Knie. Ja. Das schaffe nur ich. Ja. Obwohl, das schaffen, glaube ich, auch einige andere, die ich kenne. Oh, hinter dir! Oh. Ja, ich weiß. Hier haben wir auch noch so Giant Spider und so einen Müll haben wir denn hier alle. Also die Mobs hier, die sind richtig, richtig böse. Darum auch die 16 live. Ja, genau, die nimmt nämlich, wenn du sie schlägst, dann nimmt die nämlich keinen Schaden. Irgendwie war mir gestern so. So, das sollte spinnentechnisch so ziemlich alles gewesen sein. Da ist noch eine ein bisschen weiter weg. Mhm. So, wir haben jetzt hier vorne, wir haben jetzt Pyrotheum haben wir hier. Und dem werden wir uns erstmal noch nicht so nähern, weil es ist mein Lieblingsmod installiert. Enviromine. Und Enviromine, da erinnert man sich ja noch aus dem RET. Enviromine ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Also da kommt ein Creeper. Wo kommt er? Da? Nein, 5. Kannst du ihn mal explodieren? Entschuldige, kannst du ihn mal explodieren lassen? Ja. Okay, danke. Ich wollte die Game Rule damit checken, ob die noch stimmt. Achso, okay. Also, Enviromine ist nicht jedermanns Sache. Meine Sache am allerwenigsten. Enviromine ist eigentlich so ein blöder Mod. Aber die Physik ist hier, ich will mal sagen, auf einem recht guten Minecraft-Verhältnis eingestellt. Also, es ist nicht so übertrieben eingestellt. Okay. Ich find's okay so. Ja, gut, passt. Ja, ich habe ein bisschen was ausprobiert. Mhm.
Also man kann hier schon relativ gut bauen. So, ja. Ich sehe mal zu, dass ich hier jetzt mal ein bisschen was durchsiebe. In der Hoffnung, dass ich mal Bone Meal bekomme. Da habe ich auch schon Bone Meal. Ja, sauber. Damit müsste man die nächste Quest abhaken können. Jawohl. Claim Reward. So, wir haben jetzt einmal Dirt bekommen. Wir haben jetzt viermal Bone Meal bekommen. Und wir haben zwei Water Bottles bekommen. Wir gehen jetzt als nächstes gleich auf Drinking Mud. Drinking Mud. Wir bekommen dadurch einmal Dirt und eine Wasserflasche. Und wir brauchen einmal Dirty Water Bottle. Die Dirty Water Bottle brauchen wir eine leere Glasflasche. Und wir brauchen einen Dirt Block. Zack, Dirty Water Bottle. Sollte man übrigens nicht unbedingt trinken, das Zeugs. So, jetzt sagt er. Was passiert da? Chris, irgendwie ein. Also, es kann sein, dass du vergiftet wirst. Okay. Ist keine hundertprozentige Bestimmung. So habe ich das vom RET in Erinnerung. So, Claim Reward. Zack, auch das haben wir. Was haben wir da noch? Wir brauchen eine Wasserflasche. Was sagt er hier? Need way, very fine. Ach so, genau. Jetzt brauchen wir einen Ofen als nächstes, um da weiterzukommen. Ja, da habe ich auch noch was gesehen. Und zwar kannst du den Ofen auch aus Slabs bauen, ne? Really? Ja. Dann brauchst du nämlich bloß 6 Stone. Wir brauchen hier noch The Easy Route. Das können wir auch noch fertig machen, weil einmal das haben wir ja beide schon gesammelt. Auch mit diesen Punkt da kriegen wir auch noch hier Peanut Butter Jelly Time. Shell Constructor. Ja, aber wo ist eigentlich? Ach hier, genau. Shell Constructor. So. Du hattest gesagt, du weißt, wie der Shell funktioniert. Also, dass das Ding funktioniert. Ich hab's gesehen. Okay, dann machen wir das morgen in deiner Folge. Also für die Zuschauer morgen, für uns natürlich gleich so in circa 5 Minuten ungefähr. Ah, nicht ganz. Na doch. So, was haben wir denn jetzt noch? Können wir da noch irgendwas abhaken erstmal? Hoppala, das war falsch, das war Materials and You. Moment, ich pack mal hier Materials and You, den ganzen Mist, den brauchen wir nicht. Ja, stimmt eigentlich. World Domination, Materials and You, rein damit. So, was haben wir noch im Questbook? Achso, die Quest wäre abgehakt. Wir brauchen Salz zweimal und bekommen Zombie Jerk. Salz bekommen wir natürlich auch beim 7. Hoppala, ich habe da gerade mal so einen Block gesetzt. Achso, wir müssen dann ja auch irgendwie, wir haben jetzt ja auch Saplings, wir müssen dann ja auch, ja guck mal, da geht das schon los. Ich habe mir die Taschen voll. kann ich irgendwas rausschmeißen oder so? Nee. Kannst du das Salz aufnehmen? Bitte, was, wo? Wo? Hier, das Salz? Ja, habe ich. Gut, hoppala. Wir sollten dann jetzt auch vielleicht nochmal, bevor es Nacht wird, sollten wir vielleicht nochmal unsere zwei Dirtblöcke setzen. Genau. Dann. So, da noch einen hin. Wieso da mach ich jetzt mal. Wieso hast du Merch? Schon zwei? Ah? Wieso hast du zwei? Warte mal, das war durch deine. Das war durch deine Quests. Einmal The Very Basics. Und dann einmal, wo ist es? Dirty Water. Ah, okay. Wieso hast du hier schon einen Graben gemacht? Na, okay. Ich hab da einfach bloß gefarmt. Okay. Boah. Ja, ich erzähl dir nachher nochmal, was ich hier noch vorhab. Okay. Denn ich hab in der anderen Welt, die wir dann ja gelöscht haben, aufgrund zu krasser Cheaterei und so weiter. Ach, hier, sammel mal das eine Salz ein, dann können wir nämlich. Ja, also, ich kann, glaube ich, nicht Claim Reward machen. Nee, Rotten Flesh. Wollen wir einmal Rotten Flesh. Jetzt wäre es ja. Noch ist ja nicht so weit. Vielleicht, wenn man hier mal so ein bisschen rumläuft. Naja, zu viel rumlaufen sollte man natürlich auch nicht. Man sollte nicht unbedingt so viel draußen rumlungern. Ja. Weil warm und weil Dehydration und so weiter. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal so einen Baum wachsen lassen und dann so einen Quark machen und wir noch ein paar Setzlinge bekommen. Ja, und dann sollten wir später auch auf eine Schere gehen, weil aus einer Schere kommt auch ein Dingens raus. Kommen auch Setzlinge bei raus. Ah ja, stimmt, da war was. Ich werde mal schon mal für die nächste Nacht, damit wir in der Nacht auch ein bisschen was zu tun haben und so weiter, schon mal ein bisschen weiter mir das Dingenzeug hier besorgen. Dust. Jetzt kann man natürlich sagen, Trivolo Street, ihr seid ja dumm. Hier ist doch eine Wasserquelle. Warum nutzt ihr die denn nicht? Alles, was mit diesem Dust irgendwie in Berührung kommt, das wird sofort zu Salzwasser. Das Zeugs da, was da raustritt, das wird halt zu Salzwasser.
Sauber. Und wenn man Salzwasser trinkt, dann wird man natürlich dehydriert. Und wenn man dehydriert wird, dann verliert man natürlich Wasser und ach komm, den Rest kann man sich dann denken. Glaube ich. Ja. Achso, ich könnte dir da nochmal ein bisschen Unterstützung geben. Machen, tun. Ich habe ja noch ein bisschen Ding ins Bohnenmehl dabei. Bisschen ist gut, ein bisschen mehr. Zack. So. Ach Gott. Ach Gott, hier Mutator der Mutantenbaum. Ja, sauber. So ein schöner Baum. Mhm. Taschen so voll, das ist das Problem. Ich habe schon einen Setzling aufgesammelt und wir haben schon einmal Flint. Das ist auch gut. Dann können wir nämlich ziemlich bald mit Tinkers Construct Werkzeug anfangen. Oh ja, sehr schön. Zumindest die Flint-Variante. Die Obsidian-Variante, das sollte die erste sein, die wir anstreben. Okay. Hab ich mir jetzt so sagen lassen. Gib alles! So, ich werde hier nochmal ein bisschen Zeugs durchsieben. Da hat die erste Folge auch schon eigentlich hinter sich. Schnell doch 16 Minuten um sein können. Das bringt sowieso nichts, wenn ich jetzt hier siebel, weil ich muss erstmal auf den Street warten, dass der mir hier mal eine Kiste hinstellt. Obwohl, warte mal, wie sieht's denn aus hier mit den... Wieder falsch gesetzt. Die Strongbox. Kann ich die eigentlich so abbauen? Mit der Hand? Mit dem Crescent Hammer. Crescent Hammer brauchst du. Crescent Hammer, den habe ich sogar. Ja, bringt nur nichts, wenn man... Na komm, egal. Hier, zack, belassen. Schmeiß ich mal die Needle Gun da kurz hin. Die alte Strongbox packe ich mal dahin. Tatsächlich die Needle Gun nicht aufgesammelt. So. Und wie man das von uns natürlich kennt, die Kisten. Das wird natürlich ein kranker, klarer Fall von Tohu wa Bohu. Schön gesagt, jo. Ne? Jojojo, wie bei Sky Factory. Richtig. Bis wir die DSUs bekommen. Na, die werden wir wohl nicht gehen. Wir werden wohl diesmal auf Barrels gehen. Okay. Dann sehen wir uns morgen beim Street wieder in alter Frische. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.